Sachen schon selber klären. Jupp. Naja. Ach ja. Man muss ihnen auch alles zweimal sagen. Seid begrüßt und willkommen zur 6. Episode meiner Enderal Forgotten Stories Serie. Heute schauen wir in Flussheim vorbei, also wir sind da schon und schauen uns hier um und suchen diesen seltsamen, rätseligen Jungen. Und dann guck mal, was er von uns will. Aber irgendwie befürchte ich ja, der lockt uns in eine Falle von Banditen oder Wölfen. Naja, mal gucken, was passiert. Viel Spaß dabei. Ja, und euer Gelaber für mich auch nicht. Ich habe mich jetzt wohl ausgeruht. Hey, Dorfbewohnerin? Okay. Hier also der Raucherbereich. Fortschrittlicher als bei uns. Er muss nicht raus. Hat da gerade einer gerülpst oder war das die Tür, die gequietscht hat? Wäre irgendwie beides witzig. Oh, es ist dunkel. Bin ich hier auch wirklich reingekommen? Und was brennt da? Ich bin wieder total verwirrt. Es wird doch Wasser sein, oder? Es ist ein Wasserfall. Ach so, hier ist direkt ein Wasserfall. Ah, okay. Oh, sieht aber eigentlich ganz gut aus, der Typ. Die Stiefel, die ich von der einen da habe, sind auch gut, ja. Ja. Was ist da eigentlich? Gehen wir mal hin. Ich hatte irgendeinen Auftrag, ne? Ja. Laufen wir mal im Dunkeln rum und hoffen, dass es bald hell wird. Wie zur Hölle... Ach so, hier ist der Weg hin. Richtung Ark. Wie immer. Ach, jetzt habe ich erst Flussheim entdeckt. Okay, also habe ich ja gar nicht gelogen. Also ich sagte, wir machen uns auf den Weg nach Flussheim. Schön. Ja, gehen direkt dorthin, wo ich hingehen soll. Und reden mit dem... Oh, ist das der Junge? Nee, das ist der Typ. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Oh, er macht, Luftfegen. Sowas ähnliches wie Luftgitarre spielen. Sieht auch ähnlich aus, aber der, Experte erkennt den Unterschied. Ich geh mal hin. Alfred! Ah, das ist der Besen. Wer seid ihr? Nur ein Reisender. Ihr seid Alfred, richtig? Der Kindheitsfreund eines Mannes namens Jero? Jero? Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf? Ja, ihr wisst davon? Natürlich. Wer weiß es denn nicht? Jero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfoy, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Ihr meint, ihr habt es kommen sehen? Inwiefern? Schwer zu erklären. Kommt, setzen wir uns. Und so redet es sich besser. Ja, okay. Ach so, ich dachte, wir gehen jetzt rein. Toll. Ist ja auch schön, eine klare Nacht hier. Ich kann Sterne sehen und setze mich jetzt neben dich. Aber schön Abstand einhalten. Hi. So. Ach, Jerome. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Oh. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nicht an Altersschwäche, schätze ich? Nein,
Banditen. Oh. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber... Ich hab's bemerkt. Damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Als sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Oh. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein, Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Hm. Das hat Jero für immer verändert. Wie genau? Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man geweckt? Sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jennika hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt. Das klingt doch eher nach einer guten Entwicklung. Ja, so kann man es sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu großen bestimmt sein konnte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Auch noch. Der Hüter nahm ihn mit. Und ein paar Monde später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen. Weil er nur noch sehr selten nach Flussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Hm. Ist es so ungewöhnlich, dass einer schaffenden Pfades eine Chance bekommt, ein Hüter zu werden? Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Hm. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Und was meintet ihr nun damit, dass ihr Jeros Tat habt kommen sehen? Tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Oh. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich. Wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier, der glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann... Eines Tages bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nur etwas schlafen gehen, Basir. All die Erinnerungen machen mich müde. In Ordnung. Danke für eure Hilfe. Ja, natürlich. Kommt sie jetzt zu mir? Hi. Hallo. Gebt auf euch Acht, Monsieur. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Gibt es irgendetwas Interessantes hier in der Gegend für einen Abenteurer? Wieso meinen eigentlich alle Reisenden immer, ich sei hier, um ihre Fragen zu beantworten? Naja, sei's drum. Seht euch mal den alten Strand gleich hinter Mareks Hof an. Da wird immer eine Menge alter Plunder angeschwemmt. Ihr solltet allerdings mit einer Menge Flussgraben rechnen. Aber ihr seht aus, als werdet ihr damit fertig. Okay. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr, wo ich welche finden könnte? Ihr seid Fremdländer, nicht wahr? Mhm. Hm. Wenn ihr keine harte Arbeit scheut, könnt ihr der Goldenen Sichel mal einen Besuch abstatten. Hm. Die suchen immer nach Menschen, die anpacken wollen und zahlen gut. Okay. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Okay. Dann, tschö. Tschö. Geh. Husch.
Wo finde ich denn wohl den Typen jetzt? Der mit den. Oh, Pflanze? Ich befürchte ja, dass wenn ich weiter Magie nutze, dass ich mir auch so einen Lehrmeister suchen muss. Ja. Ach, das war eine Kuh. Ich dachte schon, hier kommt gleich wieder ein Wolf. Ich schau mal eben auf die Karte. Jesper. Ach, der ist da hinten. Die Vertulle, ja, überfinden. Habe ich denn hier eine Schnellreise? Das wäre echt super. Okay, wir laufen dahin. Und lassen uns wieder von den Banditen bespaßen. Dumm-di-dumm. Hier ist doch die Stelle, wo der Junge war. Warte mal, hier will ich doch gar nicht hin. Boah, nee, bloß weg hier. Das hier ist der Ausgang, ne? Ja. Wieder auf diesen lustigen, wie heißt das hier, Groschenweg, wo man dauernd überfallen wird. Oh, hier waren ja irgendwo noch welche, ne? Mal eben gucken. Ich bin ja wieder... Genau, ich bin geheilt. Oh, ich habe noch das Arkanistenfieber, aber das ist ja eigentlich gerade nicht weiter schlimm, sofern ich nicht wieder Magie benutze. Und gleich gucke ich wieder auf die Map und bin total falsch. Das war eben so eine... Was ist da? Ach, so ein Häschen, okay. Und ich habe mich schon erschrocken und dachte, ich muss wieder kämpfen. Genau, hier baumelt der. Dann hier lang. Habe ich wieder irgendwelche Knochen weggestoßen? Okay, war das da eben auch schon? Also beim letzten Mal? Oh ne, muss ich jetzt wieder kämpfen? Ich habe da so keine Lust drauf manchmal. Sind das jetzt Banditen oder nicht? Wenn ich das mal vorher wüsste, würde ich die schon mal anschießen mit den Pfeilen. Ach, hier sind auch wieder Wölfe. Langbogen, muss ich den? Ja, das ist der, den ich genau. Langbogen. Raus mit dir. Ja, Schnauze, Wolf. Natürlich verfehlt, aber wir nehmen jetzt mal die Eisenkriegsaxt und mein Eisenschild. Okay, und dein Freund hat sich unter die Brücke verpisst. Interessant. Interessante Taktik. Du hast mich ja schon hart irgendwie gebissen. Hängt er jetzt fest unter der Brücke oder was? Hä? Wo bist du? Oh, da! Bam! Halbtot davon. Fleisch. Immerhin.
Oh, Muschel. Okay. Oh, wieder die dummen Krabben hier. Ja, dann esse ich mal wieder eine Runde. Da. Kürbis. Ne, ich esse kein rohes Fleisch, oder? Kann ich das roh essen? Okay. Ja, geht ja einigermaßen. Hau ab, Fuchs. Ksch, weg hier. Oh, oh. Tollwut? Oh, das kann ich einfach... nee, kann ich nicht sammeln. So, wie gehe ich denn am... Oh, Spinnen wieder. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier durch, oder? Oder ich gehe den Weg entlang. Querfeldein ist nie so eine gute Idee in diesen Spielen. Boah. Das ist bestimmt nicht nur eine Spinne. Ja, da oben läuft noch eine. Kannst vergessen, da gehe ich nicht durch. Aber hier war auch wieder Banditenverseuchtes. Was ist? Oh, hier oben sind die, genau. Ich schleiche mich mal. Oh Gott, die sind wahrscheinlich jetzt mitten auf dem Weg oder so. Das müsste weit genug sein. Hier müsste doch irgendwann die Abzweigung kommen. Genau, die konnte ich ja nicht aufsammeln und verstecken. Weg, genau. Gut, dann gehen wir zu Jesper, oder wie er heißt. Erstatten Bericht und kämpfen erstmal wieder gegen die Wölfe. Langbogen raus. Echt lästig mit denen, ey. Raus. Dass die auch immer zu zweit kommen, blöde Rudeltiere, ey. Genau, nimm den Schild weg, wenn er beißen will. Das war knapp, mein Freund. Uiuiui. Esse ich das roh? Ja, komm, essen wir roh. Und ein Krustenbrot habe ich auch noch. So. Achso, der ist leer. So Alchemie wäre jetzt schon ganz gut zu kennen. Ich habe doch irgendwelche Bücher. Kann ich den schon lesen? Alchemie-Lehrling. Verbessert Alchemie für Lehrling bis Fertigkeitsstufe 25. Kostet einen Handwerkspunkt. Oh. Alchemie um 1 auf 16 erhöht. Okay. Lehrbuch ver... Habe ich das auch noch nicht gelesen? Schleichen? Komm. Lernen wir. Rüstung? Lernen wir. Elementarismus-Lehrling? Komm. Lesen wir es auch. Ach, dass das alles geht. Gut. Gehen wir weiter zu Jesper. Jesper. Ich muss dem Weg nach Süden folgen und dann nach Osten. Oh, hier ist das Haus, okay. Das hätte ich auch ohne Karte gefunden. Okay, das ist nur ein Fuchs. Und das, was ich gehört habe, war bestimmt kein Ungeheuer oder so. Das ist nur der Wind, oder? Okay. Hm. Oh, Lavendel. Was ist das denn hier für ein Banditenlager? Aber ist der jetzt da oder da? Oh, wer ist er denn? Hi. Ich gehe mal lieber hier rein. Wo ist der Eingang? Oh, Lavendel. Jeros Haus entdeckt. Ja, hier fehlt ja alles. Was ist das denn für eine Ratte?
Ach ja, ich hoffe, die gehört niemandem. Achso, die ist durch. Okay. Alter, ich will doch nur hier rein. Aber vorher möchte ich sehen, ob hier noch irgendwie Ungeziefer rumläuft. Oha, das ist ein Crit. Wow. Hm, wir schleichen. Das ist ja noch eine. Oh, okay. Gut, dann gehen wir rein und schießen. Dass ihr das gar nicht merkt. Unglaublich. Grubenratte. Gib mir meinen Pfeil wieder. Dieses Haus ist ziemlich luftig gebaut. Also... Okay, das war wahrscheinlich nicht immer so. Kein Pfeil, okay. Hey, noch mehr Pfeile. Oh, ein Buch. Die magischen Disziplinen. Lese ich später, ganz bestimmt. Oh, Groschen. 9 Stück. Ich bin reich. Alter Eisenpfeil. Liegt noch Brot? Nee, Salz. Oh, und ein wenig Blut. Was ist denn hier? Kann ich knacken, alles klar. Dupti-dupti-du, dupti-du, dupti-du. Besen? Nee, der Alfred hat ja einen eigenen Besen. Oh, guck mal, ein Stab der Heilung nehme ich mit. Oder gibt mir das auch Arkanistenfieber? Schmuckschatulle. Ich muss ja das Haus durchsuchen. Oha, wie geht denn das auf? Ups. 4 habe ich, 3 habe ich noch. Eieiei. Ah, ah, so. Nee, so. So ist gut. Ah. Verdammt. Huh. Geht doch. Bronzeanhänger der Konstitution. Lebensenergie um 10 Punkte. Ja, nehme ich doch gerne mit. Jetzt ziehe ich auch direkt mal an. Oh, ich habe den Eisenhelm gar nicht angelegt. Den hübschen. Und neue Stiefel. Set der vielgereisten. Fußstapfen der vielgereisten. Meine. Acht Rüstung. Oh, nehmen wir die mal. Liegt denn hier noch rum? Brot? Käse? Käse. Geil. Verdorben? Egal, ich nehme ihn mit. Friedenskraut. Als angehender Alchemist nehme ich mal alles mit, was ich brauchen kann. Zack, 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 zack. Oh, Fass. Handmeißel, Kohle. Kohle ist wichtig. Papier? Boah, Kohle habe ich ja schon gehabt. Zirkel? Hm, ich habe Papier und ich habe Nägel und einen Zirkel. Den Kessel lasse ich aber da. Was ist denn hier mit dem Fell? Das geht nicht. Ist echt luftig hier. Gut, gehen wir mal. Oh, was ist das hier eigentlich für eine Truhe? Obel, Kohle und Silber, das ist gut. Ach so, Alter, ich dachte gerade, da ist ein Viech runtergesprungen. So kann man sich irren. Also gehe ich mal hier runter, aber ich wechsle erstmal auf Nahkampf. Man weiß ja,
Oh Gott, sehe ich dumm aus mit dem Helm. Alter. Gut, dass ich den im Dorf nicht anhatte. Automatisches Speichern. Der hat ja einen hübschen Keller hier. Und die Musik ist gar nicht bedrohlich. Oh, Schuhe. Feine Kleidung. Zauberbuch Gließender Funke. Brauche ich. Blut. Ich hoffe, das ist Geronimo, oder wie er heißt. Ich hoffe sehr, er ist. Autsch. Was stand da? Ich habe den Namen nicht gelesen. Und ich fühle mich sehr vergiftet. Oh, fuck. Es ist Jesper. Er hätte mich ja auch warnen können, dass hier Fallen sind, ey. Hey. Ja, hallo, ich bin da. Und hab mich. Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Und? Fündig geworden? Ja, ich habe zwei Fallen gefunden. Danke für die Warnung. Und, ich habe den alten Mann, von dem ihr erzählt habt, aufgesucht. Er meinte. So, so. Das wird den Orden auf jeden Fall interessieren. Gute Arbeit. Bleibt noch die Danke. Mysteriöse Hinterlassenschaft im Wasser. Ich sehe mich in der Zwischenzeit hier weiter um. Mhm. Was ist mit euch? Habt ihr schon etwas gefunden? Ja, einen abgesperrten Bereich, gleich hier hinten. Irgendwoher kommt mir dieser Mechanismus dort auch bekannt vor, aber ich habe vergessen, woher. Gebt mir noch etwas Zeit. Okay. Was für ein Mechanismus? Und kann ich das Buch nehmen? Nun gut, da wir ihn nun wieder zusammengefunden haben und hier im gemütlichen Keller sitzen und du müde wirst, beende ich die heutige Folge mal. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.